Am härtesten traf es den Verband LFF aus Laos, der gegen mehrere Bestimmungen bezüglich minderjähriger Spieler verstieß und deshalb umgerechnet rund 576.000 Euro zahlen muss. Auf Vereinsebene wurden zudem der katarische Verein Al Arabi 156.000 Euro, Sporting Lissabon 92.000, Celta Vigo 54.000, Rayo Vallecano 46.000 sowie Benfica Lissabon 13.000 mit Geldstrafen belegt. Alle Clubs haben laut FIFA unzulässige Verträge abgeschlossen, die dritten Parteien eine Einflussnahme ermöglicht oder das internationale Transferabgleichungssystem ITMS als Verhandlungsinstrument missbraucht. Der indonesische Fußballverband PSSI muss zudem umgerechnet 25.000 Euro zahlen, da er die von der FIFA geforderten Punktabzüge von 6 Vereinen nicht umgesetzt hatte. Das Verfahren gegen einen spanischen U17-Spieler, der bei der WM 2017 in Indien einen englischen Gegenspieler rassistisch beleidigt haben soll, wurde indes mangels ausreichender Beweise eingestellt.